Aus irgendeinem Grund war ich wirklich froh, Anna zu sehen. Meine Kratzbürste. Sie hat endlich mit den fiesen Scherzen aufgehört. Vielleicht schämt sie sich dafür, ihren Partner auf dem Schlachtfeld allein gelassen zu haben. Das wird es wahrscheinlich sein. Oder nicht? Finden wir es heraus. Ich habe dich vorher nicht ernst genommen. Aber Hunter, er hat von Anfang an dich geglaubt. Ich habe Zeit dafür gebraucht. Ich habe es nicht verstanden, bis ich dich in Aktion gesehen habe. Und ich hätte dich fast umgebracht. Du machst es mir nicht leicht, Artyom. Ich höre jetzt erstmal auf. Geh weiter und mach dich bereit. Die Jungs kommen bald und wir gehen alle zur Oktyabriskaja. Maestro. So. Ich mach das ganze Licht hier aus. Das braucht doch niemand. Ich mal. Aber die Musik lassen wir natürlich an. Munition. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten Mann in diesen schwierigen Zeiten zu überleben. Der Stalker ist unterwegs. Sollte innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Sehr gut. Na gut, dann, ja, also wenn ich das so sehe, den Schrott brauchen wir nicht. Die hier sind handverlesen, absolut sauber und rund. Ein großartiges Kaliber für den Einsatz gegen Mutanten. Es ist unglaublich. Das da gegen Mutanten, das ist ein Scheiß. Revolvermunition. Schrotflinte, das ist die Munition, die man gegen die Dinger braucht. Wiedersehen, Mann. Ein kleines hat einen regelrechten Aufruhr verursacht. Also, das ist Schnee von gestern. Was hast du von New York und London gehört? Von London weiß ich nichts. Aber also, die Kalasch hauen wir erstmal gegen die 212er Kalasch. Daher haben ein paar Leute dort überlebt. Ich habe mit ihnen getauscht. Und jetzt wird angepasst. Flexvisier. Du bist ein gewaltiger Lügner, Sanya. Du solltest Theaterstücke über unser miserables Leben schreiben und im Bolschoi. Aber der hier kommt auf jeden Fall dran. Ach komm, scheiß drauf, wir hauen den einfach drauf, weil wir es können. Haben wir hier irgendwas Besseres? Vorkriegs-MG besitzt eine große Reichweite und ist ziemlich genau, kann gleichzeitig aber auch lange Feuerstöße abgeben. Was ist denn das? Diese automatische Schrotflinte aus der Vorkriegszeit ist sehr zuverlässig und besitzt eine hohe Feuerrate, die aus ihr eine großartige Waffe macht, wenn man sich um einen Rudel Mutanten kümmern muss. Ja, also, ne? Das klingt doch geil. So eine Art mega krasser Schrotflinte. Größeres Magazin ist immer gut. Laser nehmen wir auch. Hier gibt es nichts Besseres. Hier gibt es auch nichts Besseres. Den haben wir schon. Und größeres Magazin anbringen. So. Damit habe ich eigentlich auch schon ziemlich alles ausgereizt. Jetzt komme ich nochmal zu dir zurück. Also, ich brauche
Diese Patronen sind Spitzenklasse. Hab sie selbst gemacht. Diese Patronen sind Spitzenklasse. Hab sie selbst gemacht. Ja, komm, das Wenn soll reichen. Wenn du Munition oder irgendwas brauchst, dann komm wieder. Ich bleibe noch bis morgen. Wenn du also was brauchst, dann komm zu mir. Ja, ich werde es mir merken. Warst du schon mal in die Katakomben? Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt. Aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches. Weißt du? Du meinst die dicke Mama? Wer könnte das sein? Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort? Straßensperre! Das ist ein alter... Ich kenne diese Stimme. Scheiße, ich komm nicht drauf. Moment, könnte es Lesnitsky sein? Na toll. Anna, was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit, besser. Bewegung. Tja, es waren wohl die Roten. Erstmal alles durchladen hier. So. Ja, der Eingang ist hinüber. Ich nehme mal lieber das da. Durch die Katakomben, wie es aussieht. Dunkel. Nee, also. Den Schrotthaufen tausche ich doch nicht gegen mein geiles Gewehr. Das waren die Roten. Der Verräter hat unsere Uniformen. Wir haben Anna. Sieh die Keller runter. Da ist ein Eingang zu den Katakomben. Führt zu Oktyabrskaya. Sie gehen dahin. Böser Ort. Anna. Okay, das war deine letzte Nachricht. Danke dafür. Dann würde ich mal sagen, verprügeln wir diesen Arschgesichtern mal so richtig den Hintern. Und anschließend das Gesicht. Habe ich ein Nacht... Nein, ich habe kein Nachtsichtgerät. Oh, shit. Ich nehme lieber
elektromagnetische Störungen. Das fängt ja gut an. Kann ich alle anziehen? Oh je. Deshalb funktioniert das ja nicht. Ist mal wieder einer dieser Sorte von Ort. Wenn ich jetzt da wieder reingehe. Ja, Tatsache. Da bin ich mal gespannt. Das geht weit runter. Wie bin ich jetzt hierher gekommen eigentlich? Ja, geht ihr nur mal weg von mir. Stört mich gar nicht. Und die sind noch ausgerüstet. Oh man, hier watschelt was Großes. Es werden immer mehr. Wow. Ja, geht ihr nochmal. Okay.
Danke fürs Medipack. Das ist die Frage. Nur mal so aus Neugier. Könnte es sein? Ich probier's einfach mal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, es würde vielleicht irgendwas nützen, dass da hier was aufgeht oder so. So eine Abkürzung oder so. Aber, naja, warum wohl nichts. Lass mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Ganz einfach, mein Freund. Aber wenn du es drauf anlegst, dann beklag mich nicht. Tja. Du darfst dein Essen behalten. Das Wasser sieht ein bisschen komisch aus. Das wollte ich gar nicht. Scheiß Viecher. Ja, damit. Jetzt reden wir. Das ist die Sprache, die ich spreche. Jetzt stelle ich nur noch die Frage. Bevor ich da jetzt reingehe, so hier geht's gar nicht ins Weite. Okay, dann gehe ich da rein. Würde ich gern schließen das Tor wieder. Oha! Licht aus und ich mach's wieder an.
Schreck endlich. Ja, mit all eurer Munition und allem, was ihr sonst noch so nicht braucht. Komm ich da hoch? Ja, ich komme hoch. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Ach du Scheiße. Soll ich an denen vorbei? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Gute Augen. Guck woanders hin. Oh, oh echt? Genug. Lade ich gleich nochmal drauf nach. Alle. Ja gut, hilft nix, ne?
Schuss. Hier der Ausgang? Ja. Wir halten mal mein großes Dings hier. Ach, das sieht doch schon so verdächtig aus, ey. Ganz ehrlich. Das hier. Der wird mir nicht zum letzten Mal begegnet sein. Aus diesem Grund hier erstmal nach.